Für mich macht die Faszination im Fußball auf jeden Fall aus, dass auch der schwächere Gegner immer gewinnen kann. Egal gegen wen man spielt, das ist eigentlich von vornherein offen. Durch dieses Kräfteverhältnis entsteht halt natürlich auch die Stimmung. Und die Stimmung fordert die Leute heraus. Ich glaube, dass die Architektur dabei die Rolle spielen muss, dass ein Ort eine positive Aura behält und sicher für alle ist und trotzdem eine markante Stimmung stattfinden kann. Bei einem Fußballstadion entsteht über die Geräuschkulisse dort dieser Stadionrohr. Ja, das ist was ganz Besonderes. Das packt ja die Leute und das macht dann aus einem eigentlich normalen Raum einen Hexenkessel. Und das ist schon das Besondere dran. Das erleben Sie in einem Konzertsaal nicht. Dass wirklich alles an dem einen Ort innerhalb kürzester Zeit reibungslos funktioniert, das ist sicher die Riesenherausforderung. Ja. Das sind große Besucherströme und große Massen, die zur gleichen Zeit kommen, zur gleichen Zeit gehen. Also hier ist vor allem der Verkehrsaspekt der wesentliche Aspekt. Hier geht es um Sicherheit, hier geht es um die Möglichkeiten der Infrastruktur. Was hat die Stadt schon und was muss die Stadt selbst noch beitragen, damit so ein Stadion funktionieren kann? Das ist ganz wichtig, dass das gelöst ist. Dann hat es eine Nachhaltigkeit auch für die Umgebung. Das Integrieren von brauchbaren alten Elementen, das setzt aber auch voraus, dass man die Geschichtlichkeit des Ortes, dass das auch erfüllbar wird, dass man das nicht verliert, dass es schon ein Stadion hier gegeben hat. Deshalb ist es wichtig, etwas zu behalten vom Alten. Der Detailkatalog, wo sämtliche Geländer, Schrauben definiert werden. Und in dem Fall, wo man ja mit einer Altsubstanz noch umgehen musste, ist das unerlässlich, hier viel zu probieren. Es gibt einen Ausspruch von einem anderen Architekten, der sagt, was früher die Kathedralen im Städtebau waren, sind heute die großen Fußballstadien. Die Vision des Stadions wäre die, dass Fans und Nutzer inspiriert werden von diesem Ort und dass alte Erfahrungen mitgenommen werden können, genauso neue Erlebnisse irgendwo stattfinden. Und die Aussicht dazu ist ganz gut, die Aufbruchsstimmung ist zu spüren. Diese Hochstimmung, die man in einem Fußballmatch erlebt, dann in sein Alltagsleben mit heimnehmen kann. Das wäre schon fein. Ja.